Welcome to Big Winter! This is serious! Hey there, Donald! Good morning! We've got a problem, Dookie! But don't tell anyone! Ooh. Queen Minnie? The queen. Daisy? No! It's top secret! Oh, good morning, ladies! What? So, hier sind wir wieder auf Destiny Island und kämpfen heute, ich glaube, wir könnten jetzt nochmal gegen die kämpfen, dann kriegen wir nochmal Erfahrungspunkte, aber wir verzichten einfach darauf und ja, so langsam entfaltet sich hier die Story ein wenig. Was haben wir gelernt? Irgendwas mit Donald, Goofy und dem König, was auch immer. Und, ja, huch. Wir können schwimmen, das haben wir auch gelernt. Außerdem scheint es wohl so, als wären Sora und Riku hier schon länger auf der Insel, während Kairi erst vor kurzem hier zugestoßen ist. Weswegen die jetzt wohl auch sich ziemlich sicher sind, dass es noch andere Welten gibt. Was natürlich auch irgendwie klar ist, weil ich meine, hier gibt es keine Eltern, kein Nix, kein Nichts, also keine Ahnung. Aber gut, sprechen wir einfach mal mit Riku. Hey Sora, unser Floß braucht noch einen Namen. Oh, stimmt. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Ich erinnere mich an Highlander, aber okay. Wie würdest du es nennen? Oh, ich wusste, dass die Frage kommt. Pewship. Nee, ich bleib bei Excalibur, ist okay. Hey, wie wär's mit... Also wie immer. Dann mal los. Okay. Kairi ist die Schiedsrichterin? Ich hab noch keine Ahnung. Also ich weiß, was jetzt abgeht, aber ich hab noch keine Ahnung, was abgeht. Das heißt, wir werden hier jetzt ein Rennen starten zu dem Stern. Und je nachdem, wer von uns beiden gewinnt, derjenige darf das Floß benennen. Genau. If I win, I'm captain. And if you win, I get to share the Paupu with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Paupu with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Aus dem Weg! Ich werde siegen! Das hier war übrigens gerade auch ziemlich gemein. Und ich habe keine Ahnung, ob das hier tatsächlich der beste Weg ist. Keine Ahnung. Er nimmt einen anderen. Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Er wird gewinnen! Ich hätte oben rumgehen müssen. Verdammt! Lass mich durch! Du Hund! Nein, ich bin runtergefallen. Okay.
Ich bin so schlecht in dem Spiel. Oh Mann. Zumindest hier in dem Rennen bin ich so schlecht, weil die... Oh, es ist... Verdammt. Okay. Gut, dann... Oh, siehst du, das meine ich. Ich bin so schlecht in dem Spiel, weil ich einfach nicht klarkomme hier. Aber gut. Was ich eigentlich... Ich wollte eigentlich ja das Rennen... Wo sind die beiden denn jetzt hin? Hallo? Darf ich nicht mehr mitspielen jetzt? Weil eigentlich wollte ich hier hin. Da hinten ist Kairi und... Ah, Riku auch. Und wollte dann hier runter. Dann wäre ich hier nämlich relativ schnell hingekommen. Außer natürlich, ich wäre wieder runtergefallen. Och, Kinnas. Okay, ich gehe jetzt einfach zurück zu den beiden. Eigentlich wollte ich nach dem Rennen ja erzählen, dass ich auch mal eine Papu-Frucht mit jemandem geteilt habe. Beziehungsweise sowas ähnliches. Also falls ihr irgendjemanden kennt, der auf Kingdom Hearts steht und von dem ihr was wollt, macht's wie ich. Ich erzähle euch gleich, was ich gemacht habe. Es steht 0 zu 1. Okay. Also, wir taufen das Floß auf den Namen Highwind. Gut, da hätte ich mir auch gar keinen Namen ausdenken müssen, das war mir so klar. Und hey, immerhin, Sora, tu nicht so, schließlich hat er keine Papu-Frucht mit Kairi geteilt, vielleicht muss ich aber ja auch gewinnen. Oh, das mit der Papu war nur ein Scherz, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Okay, dann mache ich einfach nochmal ein Rennen und guck mal, ob ich das diesmal schaffe und erzähle euch währenddessen die Geschichte, dass ich meiner Freundin auch mal eine Papu-Frucht geschenkt habe, beziehungsweise mit ihr eine Papu-Frucht geteilt habe. Das wollte ich eigentlich auch vermeiden, aber okay. Oh, jetzt nimmt der den Weg da. Schwierig. Auf jeden Fall, es gibt ja Sternfrüchte. Ja? Könnte jedem ein Begriff sein, wenn nicht, müsst ihr googeln. Auf jeden Fall, Sternfrucht, wenn ihr die aufschneidet, sieht's ein wenig aus wie eine Papu-Frucht. Auf jeden Fall sternförmig. Und hey, ich habe gewonnen. Sehr cool. Muss ich jetzt auch wieder zurück? Ach so, ich dachte, das wäre nur ein Rennen für hin. Ich wusste nicht, dass ich auch wieder zurücklaufen muss. Habe ich jetzt schon wieder verloren? Ach, ich wusste nicht, dass ich wieder zurückrennen muss. Okay, ich lasse es an dieser Stelle einfach mal gut sein. Ich wusste nicht, dass ich wieder zurückrennen muss. Aber okay. Auf jeden Fall habe ich meiner jetzigen Freundin eine Sternfrucht. Ich habe mit ihr eine Sternfrucht. Ich habe die Sternfrucht in... Boah, ich bin so schlecht. Ich habe die Sternfrucht in Scheiben geschnitten und habe mit ihr eine Sternfrucht geteilt, als ich sie gefragt habe, ob sie meine Freundin sein möchte. Und jetzt, anderthalb Jahre später, sind wir es immer noch. Von daher, vielleicht ist das ja ein gutes Zeichen, wenn ihr mit eurer Freundin auch mal eine Sternfrucht teilt. Auf jeden Fall ein Versuch wert. Von daher sammeln wir auf jeden Fall heute Proviant für unsere Reise. Das ist eigentlich der Sinn dieses Parts. Nicht, dass ich irgendwelche schnulzigen Geschichten erzähle. So, was suchen wir denn? Ein Papadu-Ei. Drei Pilze und zwei Kokofrüchte und drei Fische. Und dann fülle ich das Ganze hier noch mit, also eine leere Flasche noch mit Trinkwasser auf. Okay, das ist jede Menge Zeug, das wir hier sammeln müssen. Das heißt, wir machen uns am besten gleich mal auf die Suche und finden einen Seestern. Das ist kein Fisch. Schade. So, wo könnten Pilze... Wenn ich ein Pilz wäre, wo würde ich wachsen? Nicht hier auf jeden Fall. Huch. Okay, jetzt bin ich wieder zurück am Strand. Auch nicht schlecht. Weil ich glaube, ich habe hier schon mal einen Pilz gesehen. Oder auf jeden Fall einen Fisch. So, hier haben wir auch schon einen Fisch. Einmal. Da ist auch gleich der zweite. Komm her. Noch einen Meeresfisch erhalten. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Fisch und da schwimmt er auch gleich. So, drei Fische haben wir damit schon mal. So, und ich kann mich hier mit Kreis auch ein bisschen beeilen, was das Schwimmen angeht.
einfach mal gucken, eventuell. Genau, hier fallen nämlich Sachen vom Baum, allerdings nicht das, was ich brauche. Fällt hier was vom Baum, was ich brauche? Ich glaube, von irgendeinem Baum fallen tatsächlich Früchte, die ich brauche. Komm schon, du willst es doch auch. Da war eine Kokofrucht. Wie viele Kokofrüchte brauche ich nochmal? Zwei? Ein? Keine Ahnung, ich nehme mal noch eine mit. Zwei sollten reichen. Und die Tatsache, dass hier auch nichts mehr vom Baum fällt, sagt mir wohl, dass ich genügend habe. Und da ist etwas Verdächtiges, das war eben noch nicht da. Also gestern war es noch nicht da. Und es ist ein Papadu-Ei. Sehr schön. Das heißt, ich brauche jetzt noch drei Pilze und Trinkwasser. Und ich hoffe einfach mal, dass hier ist Trinkwasser. So, aber wie fülle ich das denn jetzt auf? Trinkwasser halten. Ah, am Wasserfall direkt und nicht, weil das Wasser, wo ich da drin stand, das ist definitiv kein Trinkwasser mehr. Das könnt ihr glauben. Puh, ein geheimer Ort. Wenn ich ein Pilz wäre, wäre ich an einem geheimen Ort. Vielleicht sollten wir allerdings auch keine Pilze mitnehmen. Ich meine, wenn wir so seltsame Träume kriegen, vielleicht haben wir dann schon ein wenig zu viel Pilze gegessen. Oder zumindest die falsche Art von Pilzen, wer weiß. So, und jede Menge Höhlenmalereien. Was vermutlich nicht so seltsam ist. Ich meine, wir sind hier jede Menge Kinder auf einer verlassenen Insel. Was haben wir da anderes zu tun, außer die Wände zu bemalen? Oh, guck mal, das ist ein Chocobo, oder? Wie cool ist das denn? Da ist ein Chocobo an der Wand. Ich glaube, das ist mir noch nie aufgefallen. Das soll ein Chocobo sein, oder? Wie cool ist das denn? Was allerdings seltsam ist hier, ist erstens das und zweitens das hier. Was zum Geier ist das hier? Wohin die Tür wohl führt? Hier ist eine Tür! Ist kein Griff, kein Schlüsselloch. Hier, er sagt's nochmal, was ist das bloß für eine Tür? Das ist die Frage, was ist das bloß für eine Tür? Und hier ist ein Pilz. Was ist das für eine Tür? Keine Ahnung. Anscheinend ist Kairi doch schon etwas länger da, weil hier sind die beiden definitiv noch ein gutes Stück jünger. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world? There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Das war seltsam. Wie eigentlich alles hier in diesem Spiel bisher. Aber weil uns das hier nicht weiter stört, jetzt suchen wir einfach weiter nach den
restlichen 2 Pilzen, die wir noch brauchen, um dann auch diesen Part zu beenden. Ich glaube, ich habe die Chance verpasst, gegen Riku zu kämpfen. Ich glaube, den hätte ich gestern, also im letzten Part, gehabt. Ich glaube, diesmal habe ich nur wieder die Chance, gegen die 3 Typis hier zu kämpfen. Und die möchte ich nicht unbedingt wahrnehmen. Gut, auf der anderen Seite, wenn ich gegen Riku gekämpft hätte, hätte ich wahrscheinlich sowieso 1000 Mal verloren und es hätte keinen Sinn gemacht. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich die Chance einfach verpasst habe. Denn Riku ist um einiges stärker, als wir das sind. Oder zumindest um einiges stärker, als ich das bin. Ich schaff's ja nicht mal hier drauf. Ich möchte doch nur da hinten auf das Holzding. Ich habe zwar auch keine Ahnung, ob mir das irgendwas hilft, aber... okay. Man kommt da hinten hoch, da bin ich mir relativ sicher, aber ist ja auch egal. 2 Pilze. Ich brauche 2 Pilze. Ich glaube, ich weiß, wo ein Pilz ist. Die Frage ist, wo ist der 2. Wahrscheinlich auf dem Boden irgendwo, aber wo? Wie gesagt, hier hinten dran müsste ein Pilz sein. Das heißt, wir schieben hier den Stein zur Seite und schnappen uns einen Pilz, genau. Aber wo ist der letzte Pilz? Ich hätte gerne Pilzsuppe heute Abend, also komme ich hier nicht mal hoch. Okay, das ist interessant. Auch der Zaun hier ist irgendwie sehr unnütz. Ah, hier wäre noch ein Weg, um hier hoch zu gelangen. Auch interessant. Also ihr seht's, an Wegen mangelt es uns hier definitiv nicht und ich habe den Pilz gefunden. Sehr schön. Das heißt, wir schnappen uns den Pilz und klettern nicht hier hoch, weil das macht keinen Sinn, denn Kairi wartet da unten auf uns. Und wir klicken hier gleich auf Dreieck und beenden dann diesen Part und sehen uns im nächsten Part am 3. und, wenn ich recht informiert bin, am letzten Tag auf Destiny Island, denn wir haben alles zusammen, um dann schließlich die Insel mit unserem Floß hier zu verlassen. Keine Ahnung, was wir mit einer Flasche Trinkwasser und ein bisschen zu essen anfangen wollen. Mal gucken, wie lange wir überleben. Aber ich schätze, das findet ihr im nächsten Part heraus, wenn es weitergeht mit Kingdom Hearts, nach dieser Sequenz natürlich. Das hier, ich mache eine Kette aus Thalassa-Muscheln. Thalassa-Muscheln, was auch immer Thalassa-Muscheln sind. Die Seeleute haben früher immer Thalassa-Muscheln getragen. Man glaubte, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Siehst du das? Ach, das Ding war das. Selbst wenn einer von uns unterwegs verloren geht, finden wir uns so immer. Das Ding hat meine Freundin auch im Auto hängen. Gab's auf Etsy, also etsy.com. Gibt's manchmal echt coole Sachen. Aber ja gut, Kairi denkt hier, die 3 werden immer zusammen sein. Ich hab alles. So, was hast du für mich? Noch eine weitere High Potion. Sehr schön. Und ja, wir gehen heim. Ist genug für heute. You know, Riku has changed. What do you mean? Well... You okay? Sora, let's take the raft and go. Just the two of us. Huh? Just kidding. What's gotten into you? You're the one that's changed, Kairi. Maybe. You know, I was a little afraid at first. But now I'm ready. No matter where I go or what I see, I know I can always come back here. Right? Yeah, of course. That's good. Sora, don't ever change. Huh? I just can't wait. Once we set sail, it'll be great.